spielen. Den ganzen Tag habe ich mich schon darauf gefreut. Ding Dong. Hey Brandon, schön, dass du endlich da bist. Hallo Joyce, was hast du denn da mitgebracht? Ach, ich habe schon mal einen Plan zurechtgelegt, was wir gleich in den Wäldern spielen können. Ach Joyce, naja gut, dann lasse ich mich gleich mal überraschen. Aber jetzt lass uns schnell in die Wälder gehen. So Brandon, als erstes habe ich mir überlegt, dass du die Felsen da hochkletterst, aber wahrscheinlich traust du dich das gar nicht. Ha ha ha, Joyce. Natürlich traue ich mich das, aber das ist schon ganz schön hoch. Ein bisschen Angst habe ich ja schon. Oh, du Angsthase, Pfeffernase. Na gut, Joyce. Dann kletter ich da hoch. Reicht das schon, Joyce, so wie ich hier hochgeklettert bin? Nein, Brandon, du sollst doch nach ganz oben klettern. Du bist aber auch wirklich ein kleiner Feigling. Na gut, dann probiere ich es mal aus, ganz hoch zu klettern. Aber das ist ganz gefährlich. Oh, das ist aber eng hier oben. Oh. Brandon! Oh nein, er ist voll auf den Kopf gefallen. Ich muss schnell den Krankenwagen rufen. Es dauert nicht lange und der Krankenwagen erreicht den Unfallort. Die Notärztin und ihr Helfer eilen sofort zur Unfallstelle. Was ist denn passiert, junge Frau? Oh, Brandon ist von dem Felsen gefallen und voll auf den Kopf. Na gut, dann werden wir ihn zur Sicherheit abtransportieren ins Krankenhaus. Nicht, dass noch was Schlimmeres passiert ist. Steig du schon mal vorne ein und fahr den Notarztwagen. Ich bleibe hinten bei dem Jungen, um ihn zu verarzten. Okay, das machen wir so. Als alle startklar sind, verlassen die beiden sofort den Unfallort mit Blaulicht. Frau Doktor, wir haben für Sie schon einmal alles vorbereitet. Gut, dass Sie aus dem Krankenwagen heraus angerufen haben und uns mitgeteilt haben, was passiert ist. Ja, wir müssen von dem Jungen dringend den Kopf röntgen. Er ist voll auf den Kopf gedonnert und wir müssen ausschließen, dass er sich den Kopf irgendwie gebrochen hat, den Schädel. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Ja, Frau Doktor, Sie können den Jungen schon in den OP schieben. Na gut, dann wollen wir mal auf in den Operationssaal. Brandon, du hast noch einmal richtig Glück gehabt. Deinem Kopf ist nichts Schlimmeres passiert. Trotzdem müssen wir dir einen Verband anlegen und um eine Gehirnerschütterung auszuschließen, behalten wir dich die nächsten 2-3 Tage hier zur Beobachtung. Okay, Frau Doktor. Und Frau Doktor, wie sehe ich aus mit meinem Verband? Brandon, der Verband ist ganz hervorragend gelungen. Du hast noch einmal richtig Glück im Unglück gehabt, dass du dir nicht den Schädel gebrochen hast. Es ist Gott sei Dank nur eine leichte Gehirnerschütterung. Du bleibst die nächsten 2-3 Tage besser hier bei uns im Krankenhaus. Dein Zimmer ist auch schon eingerichtet und deine Eltern sind informiert. Die kommen auch gleich. Okay, Frau Doktor. Danke für Ihre Hilfe. Ja, Brandon, aber das nächste Mal passt du besser beim Klettern auf. Wird gemacht. So Leute, das war's hier bei Bambino TV. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.